Hey YouTube, willkommen bei Sabot. Heute möchte ich euch meine Top 10 Kult-Games fürs iPhone vorstellen. Bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, erstmal Glückwunsch an Silentium91. Der hat nämlich die App Machinarium bei mir gewonnen aus meiner letzten App-Review. Bei App-Reviews verlose ich ja immer eine App unter allen Kommentatoren. Er ist diesmal der Sieger. Auch dieses Mal könnt ihr wieder gewinnen, einfach einen Kommentar hinterlassen und dann seht ihr das in der nächsten App-Review, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Kommen wir jetzt zu den Spielen. Als erstes haben wir hier auf Platz 10 Draw Racer. Das ist ein Spiel, wo man mit dem Finger die Strecke des Rennwagens vorzeichnet und der fährt sie dann einfach nach. Wenn wir zum Beispiel diesen Formel 1 Wagen hier nehmen, dann seht ihr hier die Strecke und mit dem Finger malen wir die Strecke nach. Da wo wir uns schneller bewegen, fährt der Wagen schneller, da wo wir langsamer sind, fährt er langsamer. Und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel. Hier haben wir noch einen Turbo-Button, den sollte man allerdings mit Vorsicht einsetzen. Und ihr seht, ich habe nicht optimal die Strecke jetzt gezeichnet, von da aus bin ich schon relativ weit hinten. Nehmen wir mal den Turbo, aber so richtig helfen wird uns der wohl auch nicht mehr. Ja, das war's dann. Keine Chance. Zack. Aber immerhin noch Zweiter geworden. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Platz Nummer 9 ist Pocket God. Pocket God ist eine... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ein Spiel, wo man Gott ist und man kann mit diesen Figuren so ziemlich alles machen, was man möchte. Kann ihr ein paar mehr holen. Man kann sie verschiedene Sachen machen lassen. Also, ihr seht, man kann die Sonne untergehen lassen. Man kann so ziemlich alles verändern, was man möchte. Es gibt diverse Achievements, die man erreichen muss. Ganz lustig für zwischendurch. Auf Platz Nummer 8 sind wir jetzt, ist Tiny Wings. Von dieser Art von Spielen habe ich da mehrere drin. Wir schauen uns das jetzt mal an. Los geht's. Und immer wenn wir hier drücken, geht der Vogel nach unten. Das heißt, wir sollten versuchen, immer die Täler zu erwischen, damit wir Schwung holen können. So ein bisschen das Schaukelprinzip. Und dann geht es darum, Punkte zu sammeln. Und möglichst weit zu kommen. So, und jetzt gehen wir in die nächste Welt. Und das alles bevor die Sonne untergegangen ist, dann schläft der Vogel nämlich wieder ein. So. Soll aber schon reichen für uns. Dann kommen wir zu Platz Nummer 7. Und das ist Cut the Rope. Ich weiß, viele von euch stehen auf dieses Spiel. Aber es ist nicht schlecht. Aber ich finde, es gibt halt auch noch ein paar Spiele, die besser sind. Und ihr seht, dieses Spiel ist normalerweise im Hochformat, also dreht einfach die Köpfe ein bisschen, denn ich kriege dieses Video, glaube ich, jetzt nicht gedreht. Habe ich noch gar nicht gespielt. In der iPhone-Variante, immer nur auf dem iPad. Ziel des Spiels ist also hier, cut the rope, das Seil zu kappen und dann die Süßigkeit direkt in den Mund dieses kleinen Frosches hier zu kriegen. Genau so. Das wird natürlich immer schwieriger. Die meisten von euch werden das Spiel aber auch kennen. Als nächstes haben wir dann Zombieville. Und bei Zombieville USA, passend zu Halloween jetzt, geht man rum und schlachtet Zombies.
Man hat hier zwei Pfeile, rechts, links. Hier mit schlägt man. Hier mit schießt man. Und so muss man immer durch diese Kleinstadt hier wandern. Man kann auch in diese Häuser reingehen. Dort gibt es dann meistens Geld oder Munition. Solche Sachen. Ihr bekommt eine Idee. Es gibt dann auch verschiedene Zombies. Auf dem nächsten Platz, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt jetzt auf Platz Nummer 5 haben wir Solipsia. Solipsia ist ähnlich wie Tiny Wings. Nur, dass man hier den Schnee malt. Und dann kann man das so springen lassen, unser kleines Männchen hier. Man muss versuchen, möglichst die Tore zu erwischen, denn die geben Punkte. Flug gibt auch Punkte, wenn man richtig hochkommt. So. Und da kommen auch wieder Hindernisse, Löcher, also was, wo man dann nicht mehr zeichnen kann. Gar nicht so einfach, macht aber viel Spaß, wer auf diese Spiele in der Form steht. So, kommen wir zu Platz Nummer 4 und das ist alles in der oberen Reihe. Platz Nummer 4 ist bei mir Fruit Ninja und ich glaube, fast jeder kennt dieses Spiel, fast jeder hat dieses Spiel. Es gibt da auch, soweit ich weiß, schon eine neuere Variante von. Trotzdem finde ich die alte da besser. Ich bin mir nicht sicher, ob die neue auch schon für den iPod raus ist. So. Slice also immer diese Früchte in zwei und muss versuchen, einen hohen Score zu erwischen, ohne solche Bomben hier zu erwischen. Wenn wir die erwischen, gehen wir kaputt. Kennt jeder. Platz Nummer 3 ist Angry Birds. Auch dieses Spiel kennt wahrscheinlich jeder. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten von. Das hier ist jetzt die absolute Classic-Variante und bitte lass es nicht auf dem Kopf sein. Natürlich ist es auf dem Kopf. Überlegen wir das Ganze mal. Hat das geklappt einigermaßen? Jo, ich denke schon. Hier geht es darum, die Vögel auf ein Hindernis zu schießen und möglichst diese kleinen grünen Schweine dabei alle auszulöschen. Es gibt verschiedene Vögel, die haben dann verschiedene Möglichkeiten, sich zu teilen, schneller zu fliegen, zu explodieren. All solche Sachen können diese Vögelchen dann machen. Ihr kennt es wahrscheinlich eh schon. So, kommen wir zu Platz Nummer 2 und das ist Bob, Battle of Puppets. Leute, einigt euch, in welche Richtung ihr die Spiele macht, dann habe ich es einfacher hier. So, fortsetzen. Und wenn wir jetzt einfach mal dieses Spiel hier nehmen, geht es darum, es ist nicht ganz so bekannt wie Angry Birds oder so, aber auch relativ bekannt. Es geht darum, dass man hier kleine Puppen in den Kampf schickt gegen andere Puppen, die hier aus diesem Fort kommen. Und dann hat man hier oben verschiedene Zauber, die man noch anwenden kann. Ihr seht hier, werde ich ausgebuht und dann bewegen sich meine Figuren langsamer. Und dann kommt es hier zur Schlacht. Und wenn indem ich Doppeltipp mache, dann kommt hier so ein... Wenn das hier aufgeladen ist, dann kommt hier so ein bisschen Zauberpulver ins Spielfeld. Und dann kann ich eins dieser oben genannten Zaubersprüche. Seht ihr das? Jetzt kriege ich Applaus, jetzt sind sie motivierter, da zu kämpfen. So sieht das aus. Ich kann da noch weitere Figuren freischalten. Es macht einen Heidenspaß und es gibt relativ viele Level, von da aus eine absolute Ladeempfehlung. Und auf Platz 1 ist natürlich Plants vs. Zombies. Auch ein Spiel, was jeder kennt von den meisten Plattformen, also auf dem Windows-Computer gibt es das, auf dem Mac, auf dem iPad, auf dem iPhone, auf den ganzen Android-Geräten gibt es das genauso. Also, das
Spiel gibt es wirklich überall und ist einfach nur genial, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Aber wir sind ja hier bei den Kult-Games aller Zeiten und jetzt pflanzen wir hier erstmal eine Sonnenblume. Das Spiel funktioniert nach dem Prinzip, wir sammeln Sonnenstrahlen, Sonnenkugeln hier und wenn wir genug haben, können wir eine neue Pflanze erstellen und es gibt dann verschiedene Pflanzen, die diese Zombies dann abschießen können. Wie diese Pflanze, die ihr Erbsen schießt. Ich denke, ihr versteht das Prinzip und werdet dieses Spiel eh kennen. Das ist meine Top 1. Ich hoffe, die Apps haben euch gefallen, die ich euch gezeigt habe. Hinterlasst in den Kommentaren vielleicht mal eure Top 10, welche ihr richtig gut findet als richtige kultige Apps. Nicht die besten Apps. Es gibt garantiert Apps, die einen länger beschäftigen, mit denen man noch mehr Spaß haben kann. Aber das sind so diese kultigen Apps, die irgendwann mal einen richtigen Hype hatten. So. Jetzt bekomme ich noch eine Nachricht. Egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ihr habt Glück bei dem Giveaway. Und ja, macht's gut. Bis dann und tschüss.